Hab ich alles? Okay, ich bin bereit. Als ich letztens eine hitzige Diskussion mit meinem Freund Bobby, dem Villager, hatte, erzählte er mir von drei legendären Bossen, die auf der ganzen Welt verteilt sein sollen. Er sagte zu mir, es sei unmöglich, alle drei Bosse zu besiegen. Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Und so wettete ich 1000 Diamanten, dass ich alle drei Monster besiegen würde. Das Problem ist, das findet alles in Minecraft Hardcore statt. Heißt, sollte ich ein einziges Mal versagen, ist mein ganzer Speicherstand verloren. Jedoch gab mir Bobby, um die Monster überhaupt finden zu können, noch eine Karte mit, auf der der ungefähre Standort der Monster abgezeichnet ist. Leider erkenne ich dann nicht, um welche Bosse es sich handelt und deswegen muss ich wirklich auf alles vorbereitet sein. Also schnappte ich mir meine Ausrüstung und alles, was ich für einen Bosskampf gebrauchen könnte und machte mich auf den Weg zu dem ersten Boss. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da, wenn ihr gespannt seid, auf welche Bosse ich treffe. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Okay, Freunde, ich bin jetzt einige Zeit gelaufen und bin jetzt auf dieses Gebiet hier gestoßen. Das sieht irgendwie nach einem neuen Biom oder sowas aus. Ich habe das auf jeden Fall noch nie gesehen. Wir gehen jetzt mal zusammen rein. Und oh, okay. Also wenn ich hier reingehe, seht ihr schon, der Himmel wird direkt so grünlich. Okay, das ist crazy. Das sieht sehr, sehr krass hier aus. Okay. Ich hatte jetzt gerade F1 gedrückt, um euch das cool zu zeigen. Aber hier wird auch schon der Boss angezeigt. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Das Gebiet scheint auch nicht klein zu sein. Ich laufe jetzt einfach mal straight durch. In der Hoffnung, dass ich den hier irgendwo sehe. Aber es scheint gerade nicht so. Okay, hier ist das Gebiet auch schon wieder zu Ende. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ich den Boss gefunden habe. Junge, wo ist der Mann? Oh mein Gott. Oh, hinter dem Baum. Jungle Abomination. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Mann. Ich habe Abomination. Was heißt denn Abomination? Ich glaube, ich google das mal kurz. Okay, Abomination. Gräuel. Sowas wie Horror. Okay. Abscheulichkeit. Okay. Also sowas wie Dschungelabscheu. Also Dschungelabscheulichkeit. Sieht auf jeden Fall nicht klein aus, das Vieh. Ich weiß halt nicht, wie schnell er mich sieht. Ich weiß nicht, soll ich schon mal mit dem Bogen draufschießen oder? Wir schleichen uns erstmal an. Und es scheint hier auch sowas. Oh, da vorne ist eine Kiste. Es scheint hier auch sowas wie so ein Schrein zu haben oder sowas. Oh mein Gott, ist das groß! Der da auch ist. Okay, da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Vielleicht müssen wir das irgendwie treffen. Hallo? Ich, hallo? Okay, er chillt noch sein. Er ist auch komplett steif, ne? Also er atmet nicht mal oder sowas. Ja, okay. Wir chillen erstmal. Wir gehen erstmal in die Kiste. Oh, Diamond Pickaxe dann. 10. Oder wer bist du? Okay. 10 Angriffsschaden. Venom Glaive. Okay, das meint noch ein bisschen stärker, aber es sieht auf jeden Fall krass aus. Totem of Regeneration. Okay, hier sind auf jeden Fall sehr, sehr krasse Drachen drin. Wir nehmen es einfach mal mit. Teleskop und sowas. Okay, das brauchen wir nicht. Wick. Nehmen wir mal so mit. Okay, you can break through. Okay, neuer Reward auf jeden Fall. Was ist das? Oh, das kann man auch alles kaputt machen hier. Okay, ich glaube, das ist aus Minecraft Dungeons hier alles. Aber ich will noch mal kurz gucken, was dieser Villager, der hier gerade war. Ist er wieder weg? Hä? Ah, hier. Traded her? Oh. Excuse me. Es tut mir leid, ich schwöre. Egal. Ich will auch jetzt gar nicht zu lange hier irgendwas anderes machen. Ich glaube, ich greife ihn mal. Na, ich weiß nicht, ob Bogen das Beste ist. Das Ding, oh mein Gott, ich habe eine Taktik. Ich habe eine Idee. Und zwar habe ich auch noch so hier extra für den Fall. Der chillt ja jetzt hier ein bisschen, sage ich mal, ja. Ich tue jetzt einfach mal die anderen Sachen rein. Der ist ja gerade ein bisschen am Chillen. Heißt, wir können hier... Oh, das ist auch gut. Das kann ich hier direkt reintun. Ich mache hier ein bisschen TNT unter den. Ich bin ehrlich, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie stark der ist. Aber solange der hier noch am Chillen ist, ich jag den hier komplett in die Luft. Darauf habe ich mich vorbereitet. Wenn das so ein Idiot ist, dass er hier die ganze Zeit chillt, ich will den auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich jag den komplett in die Luft hier, Freunde. Hier, ein Stack. Machen wir... Oh, was ist das eigentlich? Stormländer? Okay. Ich hier, gar keinen Spaß hier. So. Was ist mein Feuerzeug hier? Was ist das? Mein Feuerzeug ist verschwunden. Okay.
Er ist auch egal, wir haben den Bogen. Ist das verschwunden, weil das so in der Nähe. Also lässt er die in der Nähe von sich verschwinden, so mäßig? Weil der so ein Baum ist? Okay, wir greifen jetzt einfach mal direkt dieses Lilane hier an. Oh, okay. Okay, er ist direkt sauer. Ist ein Zweider. Er chillt aber, hallo? Okay, er kriegt aber echt wenig Schaden. Ich habe jetzt schon zwei Boss-Bars. Oh mein Gott. Oh, ich habe aus Versehen ausgelöst. Ich wollte das nicht mal. Oh mein Gott. Wie wenig Schaden hat der davon bekommen? Aber er chillt gerade. Er greift mich ja nicht an. Oh, wie weit er wegfliegt. Er beschwört hier irgendwelche Sachen. Oh, die greifen mich an. Die greifen mich an. Die greifen mich an. Geht mal weg hier. Die ekligen. Er chillt hier komplett. Er spawnt hier seine Sachen. Aber wir können ihn eigentlich. Ich weiß gar nicht, was Bobby meinte. Eigentlich ist er. Oh mein Gott, er beschwört schon echt viel. Und er gibt mir Hungereffekt, sehe ich gerade. Okay, wir essen einfach mal aus Vorsicht einen Goldapfel. So. Aber ich mache ihm echt wenig Schaden mit dem Bogen. Ich habe echt keine Lust jetzt hier. Und schieße ich am besten da. Kein Bock hier 10 Stunden drauf zu schießen. Wir gehen jetzt einfach mal in den Nahkampf. Schön hier Crits reindonnern. Oh mein Gott, wie viel er spawnt. Ah! Okay, die geben mir auch gut Schaden. Die geben mir auch gut Schaden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Wie viele das sind. Ich glaube, ich mache da wieder TNT hin, Freunde. Ich tue da wieder TNT hin. TNT. Ah! Auch wenn das ein bisschen Schaden macht jetzt. TNT. Und jetzt müssen wir das abfeuern. Ich treffe die das. Ich treffe das. Oh, ich habe es getroffen. Junge, wie viele spawnt er? Mein Spiel laggt komplett. Er spawnt ja komplett alles voll. Er spawnt wirklich. Junge. Okay. Ah! Stopp! Junge, wie viel Goldäpfel muss ich gegen den essen? Ich esse einfach mal direkt zwei. Obwohl ich hier einfach auch ein Dings essen kann. Schießen ihn wieder weiter ein bisschen ab. Er chillt eigentlich komplett. Also er interessiert sich gar nicht für mich. Aber guck mal, wie viele Sachen er hier ist. Das ist ja komplett absurd. Er ist komplett. Er hingegen ist wirklich nur am Chillen. Er lässt andere Leute so die Sachen für sich machen. Ich mache hier noch mehr TNT hin. Ich mache hier TNT hin und wenn die mich gleich verfolgen, dann schieße ich da. Er kämpft selber gegen die, oder? Was ein Idiot. Er kämpft gegen seine eigenen beschwörten Dinger. Okay, aber das nutzen wir aus. Damit wir den auch mal hier tot bekommen. Aber ich frage mich, ob da irgendwie noch ein zweiter hier in der Nähe gespawnt ist. Oder warum mir das auf einmal angezeigt wird. Okay, die kommen jetzt hier hoch, ein paar von denen. Kriegen hier direkt eine Combo. Ich muss halt immer wieder aufpassen. Es ist immer noch Minecraft Hardcore. Auch wenn das jetzt hier. Natürlich, ich könnte hier komplett in den Nahkampf gehen. Ich gehe auch, glaube ich, nochmal in den Nahkampf. Aber ich gehe lieber ein bisschen von weiter weg, damit ich hier nicht sterbe. Weil ich will nicht, dass die ganze. Ich will nicht, dass der ganze Safe-Stand hier auch weg ist. Okay, wir machen hier noch einmal TNT-Bombe. Okay. Bam, alles in die Luft jagen, Junge. Und er ist auch gleich tot. Wirklich, er kämpft gegen seine eigenen Leute. Aber ich will ihn besiegen. Ich will irgendwie Enchantment oder. Ach, ne. Achievement oder sowas dafür bekommen. Hab ihn besiegt. Ist er nochmal gespawnt? Nee. Hä? Hat er was gedroppt? Junge, wie viel er spawnt. Oh, da liegen Sachen, da liegen Sachen. Da liegen Sachen. Oh mein Gott, wie viel Schaden bekomme ich? Das kann nicht wahr sein, wie viele Sachen da gespawnt sind. Aber habe ich die Sachen bekommen, die unten lagen? Big Looting. Woher kriege ich Schaden? Oh mein Gott. Okay, wir gehen erstmal weg. Aber Freunde, den ersten Gegner haben wir auf jeden Fall besiegt. Das kann uns keiner lassen. Vielleicht müssen wir noch die ganzen Viecher, die er noch hatte, besiegen. Ich weiß es nicht. Oh, was war das? War das Gold? Egal. Wir haben genug Gold. Renegade Chestplate. Das haben wir safe von ihm bekommen. 10 Rüstungen, das ist echt stark. Das ist richtig stark. Ich glaube, so eine normale Chestplate gibt irgendwie 8 oder sowas. Also so eine Netherite. Okay, wir wollen jetzt hier aber nochmal runter. Und die ganzen. Oh, Junge, es laggt komplett so viel, wie er beschworen hat. Aber ich will die Sachen, die er hier unten noch gedroppt hat. Oh, da ist. Oh mein Gott, da war, glaube ich, ein richtig krasser Helm oder sowas dabei. Okay. Das können wir auf jeden Fall sehr gut für den nächsten Boss dann benutzen. Ah, die machen hier echt Schaden. Junge, wohin jumpst du? Chill mal. Okay. Aber ich glaube, dann haben wir alles soweit. Oh mein Gott. Dark Helmet und Dark Chestplate. Shield. Das kann ich nicht blocken. Soul Fist. Das ist eine Waffe. Man kriegt direkt zwei. Oh, ich kann rechts und linksklick machen. Kann ich, warte, was ist, wenn ich so mache? Oh mein Gott, das hat unendliche Attack Speed. Okay, Freunde, gegen den nächsten Boss kämpfen wir auf jeden Fall mit den Fäusten. Macht das Schaden? Ja, ich kann ihn damit angreifen. Oh mein Gott, sogar während ich das habe. Und wenn ich. Oh, ist mein anderer Boss.
War das ein Bug oder habe ich die da oben weggeworfen? Okay, wir haben anscheinend doch nur eine. Soul Fists. Wenn ich das jetzt hier mache. Oh, die kann echt schnell angreifen, ne? Das kann, ja, doch, doch. Das hat fast das doppelte Attack Speed. Ich gebe jetzt aber erstmal Bobby Bescheid, dass wir den ersten Boss besiegt haben. Angekommen bei Bobby erklärte ich ihm direkt, was passiert ist. Er konnte es gar nicht glauben. Aber er war dennoch zuversichtlich, denn er sagte, die nächste Herausforderung wird viel, 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 viel schwieriger. Dafür hat er mir diesmal sogar einen Kompass gegeben, damit ich die richtige Richtung finde. Aber bevor ich mich aufmache, musste ich natürlich erstmal noch meine Rüstung reparieren. Ich habe die neue Rüstung komplett enchanted. Und als Bobby das gesehen hat, meinte er direkt, er hat das perfekte Schwert für mich. Also gab er mir noch das passende Katana dazu. Mit der neuen Ausrüstung machte ich mich dann auf. Und Freunde, schreibt mir ehrlich in die Kommentare, ich sehe wirklich einfach nur cool aus, oder? Oder? Die Vögel fanden das anscheinend nicht so und haben mich einfach direkt angegriffen. Oh mein Gott! Junge, was wollt ihr denn? Was sind das für Viecher? Komm mal runter! Weg mit euch! Oh mein Gott! Er haut ab! Bleib mal stehen! Jetzt rennt er weg! Oh, wie ich ihn getroffen habe! Oh mein Gott, was war das? Die haben mich einfach mit so Pfeilen oder sowas abgeschossen. Oh hier, guck mal das. Mit deren Federn haben die geschossen. Oh mein Gott, aber Freunde, was ich eigentlich, ich wollte gerade anfangen zu reden. Hier, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass der Kompass genau dahin zeigt. Ich packe mir schon mal irgendwie lieber das Essen hier unten rein. Obwohl, nee. Blöcke. So, wir können hier noch mal ein bisschen Essen mitnehmen. Das Schwert ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ihr seht mal, guck mal, wie schnell ich schlagen kann. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, das vergesse ich im Kampf nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber, Freunde, ich bin euch ehrlich, die Festung sieht viel... Oh, Goblin-König. Okay, 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 okay. Das macht Sinn auf jeden Fall. Wir schleichen uns hier erstmal an. Wir scheinen auch direkt von vorne zu kommen. Ich komme hier nicht runter. Lass mich runter. So. Junge, die greifen ja schon an. Ich wollte mich anschleichen eigentlich. Ey. Chillt mal jetzt hier. Oh mein Gott, die sind ja gar keine Gegner. Junge, wer seid ihr? So. So, okay, okay, okay. Du bist als nächstes ran, Junge. Okay, okay, jetzt müssen wir hier rein. Ich habe auch die Diamond Pickaxe Dungeon mitgenommen, weil die mehr Schaden macht als die normale Netherite Pickaxe. So, jetzt sind wir. Junge, oh mein Gott, wie viele sind hier eigentlich? Allein von den Sounds her. So, wir chillen jetzt hier mal ein bisschen. Wir beruhigen. Oh mein Gott, okay, 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 okay. Das ist der King, das ist der King. Das ist der Goblin King. Oh mein Gott, wie schnell sind die? Okay, wir gehen hier rein. Okay, hier geht's nirgendwo hin. Wir müssen diesen Großen da hops nehmen. Junge, das ist der Goblin King. Von da oben schießen. Schießen die auch, wollte ich gerade sagen. Aber erstmal die hier, die Schwachen. Oh mein Gott, wie er mich wegkickt. Okay, okay, wir essen direkt einen Goldapfel. Wieder auf Nummer sicher gehen und dann geben wir ihm hier. Okay, 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 okay. Junge, die Kleinen sind ja viel zu schnell, ich treffe die nicht. Erstmal den Goblin King hier. Junge. Okay, er hat übel die Range. Aber er kriegt. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Hä? Das war nicht der Goblin King. Das war nicht mal der. Ey, bleib mal stehen jetzt hier. Junge, wie viele Gegner sind hier? So. Oh, was gibt's hier für Loot? Okay, der ist schlecht. Das ist ja richtig schlechter Loot. Komm mal her jetzt hier. Junge, ich kann hier mit Spam, aber ich treffe die nicht. Wie kann man so schnell sein? Oh mein Gott, ich esse wieder lieber einen Goldapfel. Was kommt da hinten? Was bist du? Ey! Er hat mich auch zum Brennen gebracht. Okay, okay. Aber stark sind die nicht. Junge. Ey, ich sehe aus wie der größte Noob gegen die. Ich sehe aus wie Yami gegen die. Weil ich die nicht treffe. Okay, der Sound. Was ist das eigentlich für ein Sound, das Katana? So, hier alle raus erstmal. Ist hier einer drin? Das war's. Da! Ey, hau rein. Okay, okay, aber wo ist der Goblin King? Ist jetzt gerade meine Frage. Okay, hier gibt's Ring of Glory. Oh, immer wenn ich einen Kill mache, muss ich in der Offhand tragen. Okay, ich benutze mein Schild gerade eh nicht so oft. Aber ich werde immer geheilt, wenn ich einen Kill mache. Das ist, glaube ich, jetzt hier, wo so viele Gegner sind, eigentlich ganz geil. So, du kommst noch weg. Jetzt gehen wir hier mal nach oben. Es sieht hier eigentlich ganz gut. Okay, okay, da ist der Thron. Das ist der. Ey, der macht mich langsam. Bleib mal stehen jetzt hier. Ich kann ihn nicht treffen. Er ist auch so schnell. Oh, jetzt. Renn lieber, renn. Okay, okay, aber das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Wir müssen irgendwie eine Falle locken oder so. Kann ich ihn einbauen? Guck mal, ob ich hier so... Wo ist er hin? Da oben. Was bist du? Ey, hör auf, mich langsam zu machen. Bleib mal stehen. Er ist so schnell. Und er ist schnell und macht... Er hat sich wegteleportiert. Okay,
okay, aber wir können nochmal essen. Wo ist er? Was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich, Alter? Okay, hier geht's rein. Oh, na komm, den nehmen wir auch mit. Tschüss. Aber wo ist der? Wo ist der Boss? Ist der das? Ey! Da hinten, oder? Ich höre hier doch den Sound. Hier sehe ich was durch die Wand. Wer bist du? Junge, wer bist du? Claudius, Junge! Du gehörst zu denen, oder was? Du bist nichts für mich. Oh mein Gott, okay, schon hart. Wither-Effekt ist schon nicht mit zu spaßen. Wir müssen immer noch aufpassen. Junge, was hab ich hier alles? Aber was leuchtet so? Nee, Venom hatte ich vorher schon. Okay, so krasse Sachen haben wir jetzt hier noch nicht bekommen. Das Problem ist, ich finde den Boss nicht mehr. Der müsste hier irgendwo sein. Also, der hat sich doch hier irgendwo hintippet. Okay. Die sind One-Shot, das ist nicht das Ding. Aber wohin hat sich der Boss verpieselt? Slot Ring in Offhand. Oh, extra Gesundheit. Obwohl, das lasse ich mal nicht hier. Ich brauche nicht so viele Pfeile. Und das kann ich sogar in den Ring-Slot hier tun. Sehr, sehr stark. Das Problem, was wir haben, besteht aber weiterhin. Und zwar habe ich keine Ahnung, wo sich der Boss gerade befindet. Ich höre hier unten noch Sounds, aber ich weiß nicht, ob das der Sound vom Boss ist. Er hat sich halt wegtippiert, als ich... Hey, beruhigen wir uns mal. Ich mache hier mal einfach alles kaputt. Ich meine, hier habe ich... Was ist das? Oh mein Gott, das war eine Fake-Kiste. Wow, es gibt einfach eine normale Truhe. Der ist auch nicht. Das ist er auch nicht. Hallo. Was ist das? Hier ist noch ein Ring. Das ist der Max-Erfahrung oder so. Ziehe ich einfach an. Das ist schon mal stark. Ich hatte vorher keine Ringe. Geht's nach unten? Ich höre hier auch noch was. Ey, da bist du ja. Junge, du Arsch. So. Die Krone von ihm. Aber, ich sage euch ehrlich, damit haben wir... Ey, chill mal jetzt. Damit haben wir den zweiten. When on... Okay, das ist ganz geil gegen Goblins. Aber eigentlich haben wir nicht so ein Problem gegen die Goblins. Ne? Oh mein Gott, wie viele spawnen hier? Spawnen die neu? Ich will nochmal hoch zum Thron gehen, gucken, ob da noch was ist. Aber damit hätten wir den zweiten Boss. Also der Boss war wirklich leichter als der erste Boss. Aber unser Inventar ist komplett voll. Wir tun das... Wir tun mal so ein paar Sachen raus. So, wir tun mal einfach... Eigentlich brauche ich das alles hier gerade nicht. So, dann haben wir auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr Platz. Zack. Aber es hat hier gut Level gegeben, muss ich ehrlich sagen. Hier ist noch die Kiste vom Boss. Haltbarkeit 2 ist jetzt nicht das Krasseste. Hier ist noch ein Knopf. Fuck, was passiert? Das, was hast? Okay. Hier ist ein Spender. Mechgodzilla 1? Junge, was ist das jetzt schon wieder? Oh mein Gott. Junge, wer bist du? Guck mal, sein Name. Sag, das ist der dritte Boss, Freunde. Das ist der dritte Boss. Er ist einfach direkt hier gespawnt. Okay. Wie viel Schaden machen wir ihm? Wir machen ihm eigentlich ganz gut Schaden. So, wir gehen mal hier runter. Ich müsste eigentlich noch, zack, genau. So, gehen wir runter. Er hat mich noch nicht gesehen. Er greift mich irgendwie nicht an. Das ist aber auch ein bisschen langweilig. Da wollen wir natürlich hier... auch mal ein bisschen in den Nahkampf gehen. Hier, du Kleiner. Hä? Oh, er ist... Oh! Oh! Freunde. Junge, was war das für ein Gegner? Junge, der hat mich gewonshottet. Ich hatte so eine krasse Rüstung. Ich verstehe das nicht. Er hat mich einfach gewonshottet. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und wenn ich nochmal eine Hardcore-Welt machen soll, wo ich mich irgendwelchen Challenges stelle, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. But I think maybe you reconsider. When I pull up in that brand new thing with the iced out chain and the new chinchilla. And you aim for the heart when you walk down the floor, you a rude gal, Batman killer. But you ain't never did with the boys in the band, with the bands in the box like Dilla. Love it when you heal up, will up, bring it back, come rewind. Touch to have your X-Men back on your line. But I'm a real player, never act like you're mine. Leave you disappointed, you gon' act like you're fine.